Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Wünsch dir was. Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt. Bei diesem Legesystem geht es um Wünsche und Sehnsüchte. Es nähert sich auch die Sommersonnenwende. 21. Juni ist Sommersonnenwende und in diesem Tag mache ich ein Wunscherfüllungsritual. Viele, viele haben schon angemeldet. Ihr könnt immer noch anmelden auf diesem Ritual. Ich beantworte auch die E-Mails und beschreibe, wie das alles abläuft. Worauf sollt ihr achten und wann das genau beginnt. Und hier klären wir das nochmal. Es ist jetzt eine allgemeine Legung und ich erkläre auch, wie funktioniert Wunscherfüllung. Selbstverständlich könnt ihr diese Legung, wünscht ihr was, auch persönlich buchen, als Videoberatung und diese Videoberatungen sind anonym. Ihr bekommt dazu einen medialen Namen, eine mediale Botschaft bezüglich auf euren Wunsch und astrologisch kann ich auch erklären, wann habt ihr Chancen, wann kommt die Wunsch zum Erfüllung. Wünscht ihr was? Es ist sehr wichtig, unsere Wünsche, Sehnsüchte wahrnehmen, ernst nehmen. Natürlich soll ein Wunsch realistisch sein. Aber wenn das so ist, geht auch zum Erfüllung. Was brauchen wir dazu? Erstmal wissen, was das genau ist. Wir sollen diesen Wunsch definieren. Und auch vorstellen. Wir brauchen dazu die Vorstellungskraft. Wissen, wo liegt die Berufung? Wo wollt ihr leben? Wie soll die Partnerschaft sein? Wünscht euch was. Definiert das konkret. Und braucht ihr ein Bild dazu? Die Vorstellungskraft. Wenn ihr das schon habt, diese Vorstellungskraft, dann pflegt es. So wie eine Pflanze, wenn ihr einpflanzt, braucht auch immer wieder Wasser und Pflegung. Pflegt immer wieder dieses Bild. Visualisiert euren Wünsche, nicht nur einmal, sondern immer wieder. Das, was wir auch jetzt bei Sommersonnenwende auch machen. Das ist ein Wunscherfüllungsritual. Schaut das bildhaft an. Macht ein Bilderbuch von eurem Leben, auch wenn das erstmal ein Wunsch ist oder ein Traum. Aber ein Traum wird wahr. Und wie funktioniert es? Durch Glauben. Wenn ihr das glaubt, ihr braucht die Vorstellung davon, dann auch das Bildhaft und daran auch glauben. Zwar so, wenn das schon eingetroffen wäre. Also nicht bitten und betteln, sondern es ist schon da. Nimm das jetzt schon in Besitz und fühlt es, wie glücklich ihr seid. Ihr lebt euren Berufung. Stellt das bildhaft vor und wie euch das erfüllt. Lebt die glückliche Partnerschaft. Stellt es vor und fühlt das, dass ihr glücklich seid. Und das ist die Kraft, das ist die Magie für die Wunscherfüllung. Und die ganze Geheimnis liegt daran, dass ihr das glaubt und so fühlt, wenn das schon da wäre, in diesem Sommersonnenwende. Nimm das bitte im Besitz, es ist schon da.
Und jetzt schauen wir die Legung an. Was sollt ihr wünschen? Das ist dieser Weg. Entweder ist das dieser spirituelle Weg oder in die Liebepartnerschaft ist eine karmische Liebe. Beleuchtet euren Schicksalsweg, egal in welche Richtung geht. Die eine wünscht sich Gesundheit, andere wünscht sich Kinder, die dritte wünscht sich die Berufung zu leben oder eine Reise oder Reichtum. Das darf man auch wünschen. Und natürlich die Liebe und Partnerschaft. Beleuchtet euren Lebensweg. Beleuchtet das Wunsch, dass ihr das seht. Das braucht Licht. Definiert das und malt das auch, dieses Bilderbuch. Weil ihr schreibt die Drehbuch für euren Schicksal. Ihr macht das selbst. Also beschreibt euren Lebensweg und stellt es bildhaft vor, visualisiert es und lebt, macht es lebendig, immer wieder, immer wieder, immer wieder. So wie eine Pflanze braucht auch Wasser und Pflegung und Sonne und Licht. Und so wächst und dehnt und es trägt Früchte. Welchen Gedanken sollt ihr haben? Das ist die Schicksalsrad. Das dreht sich, das arbeitet. Und wenn ihr glücklich seid, dann befreit euch von diesem karmischen, wiederkehrenden Seelenreise. Worauf sollt ihr achten? Welchen Gefühl braucht ihr? Meditation. Meditiert darüber. Sucht die Stille, verinnerlicht es. Das üben wir jetzt im Sonnensonnenwende am 21. Juni. Ich habe bei einigen E-Mail Dezember geschrieben. Sorry, das ist jetzt am 21. Juni 2018. Dann ist dieses Ritual. Also verinnerlicht es, also meditiert darüber und das üben wir jetzt am Sommersonnenwende. Ist dieser Wunsch richtig? Ja, wenn ihr das beherrscht. Ihr beherrscht das wie? Wir üben das. Wir machen immer wieder solche Rituale. Und es kommt, wenn das kommen muss, der richtige Zeitpunkt. Vielleicht bei manchen Wünschen ist es noch zu früh, aber wenn der richtige Zeitpunkt da ist, dann trifft das auch ein. Wir brauchen dazu auch die Vertrauen, also beherrscht diese Magie, die Wunscherfüllung. Im richtigen Moment trifft es auch ein. Was sollt ihr noch wünschen, was vielleicht noch gar nicht in euren Gedanken ist? Dass ihr die Sorgen loslässt. Sehr wichtig. Diese Dame in diesem Bild hat Sorgen, vielleicht sogar Kopfschmerzen. Sie macht sehr viele Gedanken. Sie grübelt und fühlt sich gebrochen in ihrem Lebensweg. Nicht mit Sorgen aufhalten. Das kommt immer wieder, das können wir nicht vermeiden. Das sollen wir auch anschauen, aber nicht aufhalten. Und dann sorgenfrei, angstfrei leben. Und das ist dieses Bild. Wünscht euch ein sorgfreies Leben, noch zusätzlich zum euren Wunsch. Das ist die Botschaft dieser Legung. Welche Chancen habt ihr? Ihr bekommt das als Geschenk. Hier sind die Kelchen. Die Gefühle sind wichtig. Wenn ihr dieses Gefühl nicht habt, dass dieser Wunsch euch schon lebt, dann ist das sehr schwierig, dass es auch zum Erfüllung geht. Die Gefühle sind sehr wichtig. Befreien von Angst. Befreien von Schuldgefühl, befreien von Zweifel oder Neid oder Eifersucht. All diesen Gefühlen
sollen wir befreien. Und dann brauchen wir nicht nur die Vorstellungskraft, sondern die Vertrauen und das Glauben daran. Aber die allerwichtigste ist bei Wunscherfüllung, dass wir das fühlen, dass wir das jetzt schon bekommen. Nicht irgendwann, auch wenn das später eintrifft, spielt keine Rolle. Aber wir fühlen jetzt schon, es wird überreicht. Wir bekommen das jetzt schon. Ihr braucht dieses Gefühl, weil das ist das ganze Geheimnis. Dann geht das auch in Erfüllung, weil ihr habt es vorprogrammiert. Bestimmt, ihr bestimmt, oder wir bestimmen selbst unser Schicksal. Natürlich gibt es Einflüsse von außen, aber wir selbst beleuchten den Weg, in welche Richtung wir gehen. Aber nicht so mit Sorgen. Auch wenn das kommt, schnell das bewältigen. Was sollen wir tun, dass dieser Wunsch zum Erfüllung geht? Das ist das Schreiben. Entweder schreibt mir jetzt per E-Mail eure Wünsche. Die Rabe sendet es raus im Universum. Könnt ihr selbst auch Rituale machen, aber diesmal bei diesem Sommersonnenwende, und ich wiederhole nochmal im Datum, auch wenn im E-Mail, das ich Dezember geschrieben habe, die Datum ist 21. Juni 2018, die Uhrzeit kennt ihr schon, da beginnt die Ritual, ich sende das weg. Aber ihr könnt dann so kleinere Rituale immer wieder machen, oder wenn ich nochmal Wunscherfüllungsritual mache, seid ihr herzlich willkommen, und ich möchte dafür nichts verlangen. Es ist kostenlos, fühlt euch auch zu nichts gepflichtet. Das ist mein Dankeschön an euch, dass ihr Interesse habt auf diesen Aufnahmen. Also wir senden den Wunsch zum Universum. Jetzt kommt die große Frage, wann trifft das ein? Das zeigt dieses Bild. Wenn ihr diese Leichtigkeit kommt und ihr lebt euren Traum und ihr das vorstellen könnt, dass dieser Traum wahr wird, und wie dieses Mädchen schaukelt mit dieser Leichtigkeit, ist schon in Bewegung. Nicht in diesem Weg kommt entgegen, sondern mit dieser Leichtigkeit. Das ist die Kunst daran, dass das Wunsch zum Erfüllung geht. Und diese Legung soll helfen, so wollte ich auch erklären, wie das alles funktioniert. Und dass dieses Wunscherfüllungsritual kommt jetzt am 21. Juni 2018. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.